Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und heute gibt es ein neues Q&A, in dem wir unter anderem die Frage beantworten, ob man von einem Man-Bun Haarausfall bekommt. Wenn du da draußen gerade zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Dazu musst du einfach auf Abonnieren klicken. Das kostet nichts und du würdest mir einen kleinen Gefallen tun. Und wenn du Bock hast, folg mir auch sehr gerne auf Instagram. Dort gibt es eher so privatere Einblicke von mir als auch einige Outfit-Posts. Ich habe viele Fragen von euch gestellt bekommen zum Thema Frisuren, zum Thema Produkte etc. Und einige davon hat meine Freundin freundlicherweise rausgepickt. Komm her. Und die werde ich heute dann versuchen, in diesem Video bestmöglich für euch zu beantworten. Vielen Dank schon mal. Ich bin gespannt, was du für Fragen rausgesucht hast. Ich auch. Dann mit der ersten Frage von Hype for You. Mhm. Wie lange dauert es, sich die Haare lang wachsen zu lassen? Oh, die Frage kriege ich so oft gestellt, bestimmt zweimal am Tag. Ich gehe jetzt mal von der Frage aus, wie lange es dauert, sich einen Man-Bun binden zu können, weil das wollen eigentlich die meisten Männer tatsächlich auch wissen, weil lang ist ja immer so eine Definitionssache. Ja? Für den einen ist schulterlang lang, für den anderen ist mittellang lang, für den anderen ist arschlang lang. Ja? Also von daher, musst du selber lachen. Ne? Ja, arschlang ist aber arschlang. Ja? Also arschlang ist tatsächlich arschlang. Ja, sehr lang. Aber es ist immer so eine Definitionssache. Deshalb gehe ich da stark davon aus, dass du meinst, wie lange es dauert, bis man sich einen Man-Bun binden kann. Das kommt immer ganz auf deine Ausgangssituation drauf an. Also wenn du zum Beispiel ein Glatzkopf bist und eine Glatze hast, dauert es natürlich länger, als wenn deine Ausgangssituation jetzt mittellange Haare sind. Tendenziell würde ich aber sagen, zwischen 13 und 18 Monaten dauert es, bis deine Haare dann schlussendlich so lang sind, dass du dir einen Man-Bun binden kannst. Sag doch nochmal jetzt. Wie lange hat es bei dir gedauert? Bei mir? Ah, shit. Also, bei ihm hat es, ich glaube, eineinhalb Jahre. Bei mir dauert es nicht so lange. Bei mir. Na doch, du hattest. Ich bin jetzt von einer anderen Sache ausgegangen. Los, sag nochmal. Also die Frage war, wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich mir meinen Man-Bun binden konnte. Es hat so circa 13 Monate gedauert, bis ich einen Man-Bun, so einen kleinen Man-Bun binden konnte, also bis ich so einen kleinen Zopf hatte. Aber am Ende des Tages hat es doch so fast 18 Monate gedauert, bis er dann so vernünftig war. Top. Also anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Super. Gut zusammengerechnet. Das klingt irgendwie einfacher, wenn man sagt anderthalb. Anderthalb Jahre. 18 Monate gleich anderthalb Jahre. Danke. Gerne. Nächste Frage, Frage Nummer 2. Von, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche, aber Melodidas TV oder TV? Mhm. Oh, wie war deine Kindheit bzw. dein Leben bis jetzt? Geht es dir gut und wie ist deine Situation gerade? Du bist der Hammer und mach weiter so. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden, wo es nur 5000 Einwohner gibt. Ich hatte eine ganz behütete Kindheit. Meine Eltern sind der Hammer, sind die besten Eltern der Welt und alles cool. Also ich hatte eine super Kindheit, wie gesagt, auf dem Dorf groß geworden und hatte eine sehr behütete, liebevolle Kindheit. Mir geht's aktuell super, ja. Ich bin gerade nur im Umschwung, heißt, ich ziehe gerade von Berlin nach Stuttgart, andersrum, von Stuttgart nach Berlin und ich habe gerade überall meine Klamotten, ja, irgendwie rumflattern und das ist gar nicht cool. Und zwischenzeitlich versuche ich noch Videos für euch zu drehen. Von daher ist das gerade ein bisschen tricky. Aber all in all geht es mir immer gut, ja? Oder gibt es irgendwie Tage, wo es mir nicht gut geht? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Habt ihr gehört? Also mir geht es immer gut. Und von daher, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht es super. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Und was war noch die Frage? Ob es mir gut geht, ja? Dass du der Hammer bist und mach weiter so. Ach so, ja, danke, mache ich. Super, dann ist Frage Nummer 3, die auch von Melodidas TV kommt. Kannst du mir Tipps geben zum Bartrasieren bzw. Stylen? Selbstverständlich kann ich das. Ich weiß nicht, ob du mein aktuelles Video schon gesehen hast zum Thema 3-Tage-Bart-Trim. Dort erkläre ich ganz genau, wie ich aktuell meinen 3-Tage-Bart trimme. Falls du es noch nicht gesehen hast, check das hier oben gerne mal aus. Packe ich dir in die Infokarte und rein. Ansonsten, klar, kommen auf jeden Fall auch weiterhin Bartpflegetipps oder auch Rasierertipps von mir auf meinem Channel. Macht mir auch Bock, ja. Macht einfach auch Spaß, diese Videos zu drehen, weil es auch für uns Männer halt ein interessantes Thema ist. Brauchen wir gar nicht über diskutieren. Ähnlich wie Frisuren, ja. Sonst würde ich das Ganze hier nicht machen. Grüße an dieser Stelle auch an meine beiden Cousins, ja. Die gerade in der Phase
Phase sind, wo sich gerade so ein bisschen Bart entwickelt. Ja? Weil viele von euch da draußen haben vielleicht auch noch gar keinen Bart, weil ich weiß, auf meinem Kanal sind ja auch ein paar jüngere Leute unterwegs. Also falls du dich da draußen gerade auch in der Bartwachstumsphase befindest, ja, die für uns Männer doch sehr interessant ist, dann check dieses Video eben auch gerne mal aus. Und zwar habe ich ein Video gemacht zum Thema Bartwuchs beschleunigen. Falls dich das interessiert, sehr interessant. Die nächste Frage kommt von Lennart E. Lennart würde gerne wissen, ob du Probleme mit unreiner Haut in deiner Jugend hattest. Jo, ich hatte definitiv Probleme mit unreiner Haut und zwar nicht zu knapp. Vor allem hatte ich halt Probleme mit unreiner Haut im Nacken- und Rückenbereich, als auch auf meiner Brust. Heutzutage habe ich das gar nicht mehr, aber in meiner Jugend mega dolle. Im Gesicht hatte ich hin und wieder auch mal einen Pickel und dann halt so einen fetten Oschi, ja, wenn man da drüber gepackt hat, dann tat das schon richtig weh. Also mega unangenehm. Also ich kann eure Situation voll nachfühlen, wenn du dich zum Beispiel gerade in einer Situation befindest, wo du gerade vielleicht Akne hast oder viele Pickel hast oder unreine Haut hast. Das ist super unangenehm. Ich habe das Ganze selber durchlebt und wenn ihr möchtet, kann ich auch gerne zu dem Thema noch einige Videos machen. Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Also ich habe wirklich unreine Haut gehabt, aber mein Tipp an der Stelle, habt wieder das Ziel vor Augen, ja, denkt dran, irgendwann ist diese Phase vorbei, wie man sehen kann, ja, mittlerweile habe ich echt super wenig Pickel, ab und zu mal wieder hier oder da mal ein, aber das war es dann auch und ja, immer Ziel vor Augen, positiv bleiben, die Phase geht definitiv irgendwann vorbei. Stefan G. und der Reaction Boss. Jo, Reaction Boss. Haben zwei ähnliche Fragen gestellt, die fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Welches Haarstyling-Produkt benutzt du für deinen Man-Bun aktuell? Gute, wichtige Frage. Ich habe vor kurzem erst ein Haarstyling-Tutorial gedreht, wo ich ganz genau beschreibe, wie ich aktuell meine Haare style und auch welche Produkte ich verwende. Aktuell, falls du es noch nicht gesehen hast, check das hier oben gerne mal aus, aktuell verwende ich meine Hair Defining Cream. Leute, einfach geil. Was anderes kann ich dazu nicht sagen, ja. Die Hair Defining Cream pflegt deine Haare und stylt deine Haare gleichzeitig. Und die ist für mich so super gut, weil ich normalerweise richtig krause Haare habe, also mega krause Haare, die auch dazu neigen auszutrocknen, sogar sehr schnell auszutrocknen. Und ich sehe dann halt aus wie so ein Afro. Ja? Also sieht Katastrophe aus, meine Haare, also ich kann gar nicht rausgehen. Und ich brauche halt was für Definition und halt Kontrolle. Und dafür ist die Hair Defining Cream definitiv perfekt. Also wenn du jetzt zum Beispiel lockige Haare hast, ja, und deine Haare vielleicht auch dazu neigen, schnell auszutrocknen, dann kannst du die Defining Cream perfekt verwenden. Oder auch, wenn du jetzt zum Beispiel lange Haare dir wachsen lässt, wie ich jetzt zum Beispiel, für einen Man-Bun Bombe. Ja, also dann kannst du auch so einen Look erzielen, den ich jetzt zum Beispiel habe, schön definiert. Oder du kannst die Hair Defining Cream einfach pflegend auftragen. Geht auch. Den Link zum Produkt packe ich euch natürlich in die Infobox rein. Probiert es gerne aus. Die Defining Cream ist echt à la Bonheur, ja, kann man so sagen. Super. Ist wirklich echt gut, ohne Scheiß, Leute. Ich laber keinen Scheiß, die Defining Cream ist echt tipptopp. Ich benutze die jeden Tag und ich könnte tatsächlich aktuell mit langen Haaren ohne diese Creme nicht mehr leben. Kein Scheiß. Also Links packe ich in die Infobox rein. Checkt sie gerne aus und ich freue mich auch gerne über eure Kommentare, falls ihr die Defining Cream bestellt. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Hallo Daniel, weißt du, was mich interessieren würde? Ich habe selbst lange Haare, aber wie viel Haarausfall ist eigentlich normal? Ich meine, jeder Mensch verliert ja täglich Haare, aber ab wann ist es bedenklich? Oder fällt es bei langen Haaren einfach nur mehr auf? Bekommt man von Männern beim Haarausfall? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Liebe Grüße und mach weiter so. Super Content! Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Komplimente. Und kommen wir erstmal zur ersten Frage. Es waren ja mehrere Fragen in eins. Ich hoffe, ich behalte alle. Erstmal ist es so, wenn du lange Haare hast, fällt dir es natürlich viel mehr auf, wenn du Haare verlierst. Also wenn du zum Beispiel kurze Haare hast, dann verliert man gefühlt gar keine Haare, weil man ja auch nur kurze Haare hat. Ja? Wenn du aber lange Haare hast, dann fällt dir das natürlich viel mehr auf, weil die Haare natürlich viel länger sind. Und aus dem Grund ist es gefühlt so, dass man bei langen Haaren mehr Haare verliert, obwohl es eigentlich gar nicht der Fall ist. Also das hast du schon richtig erkannt. Es scheint so, als ob man mehr Haare verliert, aber im Endeffekt ist es halt nicht so. Und zum Thema Man-Bun, die Frage war, ob man von einem Man-Bun Haarausfall bekommt, richtig? Genau. Das kann ich definitiv verneinen. Du bekommst nicht Haarausfall von einem Man-Bun. Du kannst erblich bedingten Haarausfall bekommen oder krankheitsbedingten Haarausfall. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber von einem Man-Bun kannst du keinen Haarausfall bekommen.
Es kann lediglich sein, dass deine Haarlinie, wenn du zum Beispiel jetzt jeden Tag, tagtäglich über Jahrzehnte deine Haare, so wie ich jetzt, slick nach hinten machst, dann kann es möglicherweise sein, dass sich deine Haarlinie, also das hier vorne, vielleicht ein wenig nach hinten verschiebt. Ja, das kann unter Umständen sein. Aber Haarausfall an sich wirst du definitiv von einem Man-Bun nicht bekommen. Eine Frage hast du noch nicht beantwortet. Oh, sorry. Ab wann ist es denn bedenklich? Also das ist natürlich eine schwierige Frage, die ich aus dieser Perspektive jetzt schwer beantworten kann, weil ich weiß nicht, was viel und was wenig ist. Das ist eine Definitionsfrage. Was ist viel Haarausfall, was ist wenig Haarausfall? Also für mich kann ich sagen, aktuell, wenn da jetzt mal 4, 5 bis 10 Haare aus meinen Haaren rausfallen, habe ich da gar kein Problem mit und das ist auch nicht bedenklich. Gerade bei langen Haaren alles easy. Aber wenn du zum Beispiel sehr kurze Haare hast, ja, und du streichst dir einfach mal mit der Hand über die Haare und dann hast du tatsächlich so 4, 5 Haare in deiner Hand, bei kurzen Haaren. Da solltest du vielleicht mal nachhaken, das könnte unter anderem Haarausfall sein. Frage Nummer 8 von Chase Jacob. Färbst du deine Haare? Ganz einfach nein. Siro, ich färbe meine Haare nicht. Aber die Fragen kriege ich oft gestellt, aus dem Grund, weil ich tatsächlich an einigen Stellen etwas hellere Haare habe. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das ja vielleicht. Manche Strähnen sind einfach ein bisschen heller. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gut erkennbar ist in der Kamera. Aber manche Strähnchen sind einfach ein bisschen heller und das scheint so bei mir, als ob ich meine Haare gehighlightet habe, also ein paar Strähnchen drin habe, habe ich aber nicht. Das ist komplett Natur bei mir, kann ich nichts dafür, ja, sieht einfach so aus, wie es aussieht und ja, das war's. Also ich mache das tatsächlich nicht. Kann ich bestätigen. Proof, ich mache wirklich Zero Farbe, weil muss man auch dran denken an dieser Stelle, wenn du deine Haare färbst, das sind natürlich Chemikalien, die an deinen Haaren gelangen und das ist dementsprechend auch absolut gar nicht gut für deine Haare. Das schädigt deine Haare, von daher lasse ich da die Finger erstmal von weg. Aber ich kann mir natürlich mal meine Haare grün färben für euch oder blau oder lila, wenn ihr Bock drauf habt. Super, die Frage von Hans Meyer lautet, würdest du empfehlen, deine Haare nur ausschließlich mit Wasser zu waschen oder Haarpflege? Ich würde auf jeden Fall mal in der Woche so einen haarpflegeproduktfreien Tag machen für deine Haare, damit man deine Haare erstmal durchatmen können. Das auf jeden Fall. Aber ich würde nicht ausschließlich meine Haare nur mit Wasser pflegen. Ist relativ schwierig, denn wie sollst du den Dreck aus deinen Haaren rausbekommen? Ja? Von daher würde ich das nicht empfehlen. Ich würde zum Beispiel, also was mir geholfen hat aus meiner Sicht, ich benutze zum Beispiel weniger Shampoo. Ich benutze maximal 1 bis 2 Mal in der Woche Shampoo, benutze dafür aber viel mehr Conditioner. Kannst du vielleicht auch mal ausprobieren, vielleicht funktioniert das auch für deine Haarpflegeroutine. Und zusätzlich auch noch Haaröl. Haaröl verwende ich auch. Ist super, hat meine Haarpflegeroutine oder meine Haarpflege generell und meine, die Gesundheit meiner Haare nochmal echt ein Level nach oben gehoben. Was war da noch gefragt? Das war's. Das war's? Ach genau, zum Thema Haarpflegeprodukte. Wenn du zum Beispiel Haarpflegeprodukte aussuchst oder auswählst oder dir unsicher bist, ja, achte einfach auf die Inhaltsstoffe. Ich habe vor kurzem auch mal ein Video dazu gemacht zum Thema gesündere Haare, wie du gesündere Haare bekommen kannst. Und ein Tipp davon war, achte auf die Inhaltsstoffe. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, check es hier oben auch gerne mal aus, packe ich dir in die Infokarte rein. Wichtig, mein Credo zumindest, dass du lieber ein bisschen mehr Geld ausgibst und dafür qualitativ hochwertige Produkte hast, als dass du irgendwie günstige Produkte hast oder Billigprodukte hast und da schlechte Inhaltsstoffe drin sind und damit halt deine Haare schädigst. Also achte lieber darauf, dass du wirklich qualitativ hochwertige Produkte hast, die deine Haare tatsächlich pflegen. Gute Inhaltsstoffe, am besten natürliche Inhaltsstoffe. So Leute, das waren die Fragen. Komm her. Erstmal vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, ja, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Egal was. Community Forum. Nein. Okay. In die Kommentare. Also falls ihr weitere Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Egal zu welchem Thema es ist. Und zum Thema Community Phone, ja, jetzt kommen wir nämlich zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Hans Meyer. Vielen Dank für deinen Support. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann. Ah, jetzt kommt das Community Phone. Kannst du mir eine Nachricht schicken auf mein Community Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Und vielleicht wirst du beim nächsten Mal dann schon gegrüßt. So, ich sag vielen Dank für deinen Support. Sehr gerne. Und was noch? Bis bald.
bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao, Kakao. Au revoir. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Schöne Haare, gesunde Haare und eine geile Frise. Haut rein. Peace out.